wie immer, in ihrer Feindschaft und in ihrer Tyrannei noch stärker zu werden und das Gesetz in ihre Hand zu nehmen. Wenn diese Menschen nicht wüssten, was, dass das die Gemeinschaft Gottes ist, was würden sie dann tun? Diese Tyrannei ist eigentlich ein Beweis dafür, dass sie uns akzeptiert haben, dass sie unsere Wahrhaftigkeit akzeptiert haben. Und es gibt viele, die das auch gesagt haben. Sie sagen, dass Gott mit den Ahmadis ist. Und viele haben das zugegeben. In Pakistan und in anderen Ländern, wo religiöse Führer und die Regierungen zusammen gegen die Jamaat vorgehen, systematisch vorgehen. Ich habe erfahren, dass diese selbst sagen, dass der Fortschritt der Jamaat atemberaubend ist und dass die Dinge richtig erscheinen, was die Jamaat sagt. Aber wenn wir das dazu führen, dass das unser Volk erfährt, dann werden wir, unsere Macht wird verschwinden und unsere Imams und unsere Stellungen als Imams wird schwinden. Aber Allah Ta'ala sagt, schaut, was ist das Ende der Ungläubigen und der Unruhestifter. Schaut, welche Zeichen ich für meinen Propheten zeige. Diese Tyrannei und diese vermeintliche Macht, die diese Menschen besitzen, wird niemals diese Menschen zum Erfolg führen und sie davor bewahren, wovor sie sich fürchten. Ich sage heute nochmal, die Schmerzen und wenn ihr denkt, dass ihr vor diesen Schmerzen, vor diesem Leid bewahrt bleibt, dann wähnt euch nicht in diesen Gedanken. Allah Ta'ala sagt im Heiligen Koran an einer Stelle, Dieses Schicksal wird euch letzten Endes umringen. Glaubt ihr, dass ihr davor geschützt bleibt? Glauben Sie, warten Sie auf etwas? Ihr werdet niemals sehen, dass Allah von seiner Praxis weggeht. Allah wird seine Praxis letzten Endes fortführen. Dieser Hochmut gegen den Imam der Zeit, glaubt ihr, dass ihr Erfolg haben werdet dadurch? Niemals. Allah wird seine Praxis niemals verändern. Das ist die Botschaft Gottes. Diese Geschichten der alten Propheten sind keine Geschichten, keine bloßen Geschichten, keine Märchen. Die sind für euch da, damit ihr euch vor Gott fürchtet, damit ihr euch nicht mit dem Gesandten Gottes messt, damit ihr nicht ihn verfolgt. Und Allah hat gesagt, ihr werdet keine Veränderung in der Praxis Gottes sehen. Und du wirst auf keinen Fall eine Veränderung in der Praxis Gottes sehen. So denk darüber nach. Wie schön wäre es doch, wenn diese Menschen das verstehen würden. Möge Allah Ta'ala uns die Kraft geben, dass wir immer mehr beten. Und möge er unsere Gebete erhören, damit die Welt vor dieser großen Vernichtung bewahrt bleibt. Beten Sie auch für sich und für die Welt und beten Sie dafür, dass Sie zu den Menschen gehören, die letzten Endes den Sieg erlangen werden. Ich möchte am Ende ein Zitat des verheißenen Messias al-Islam vortragen. Der verheißene Messias al-Islam sagt, es ist beachtenswert, dass Allah Ta'ala niemals seine Gemeinschaft verloren gehen lässt. Er selbst sagt, in der Welt ist ein Warner gekommen, doch die Welt hat ihn verlassen, aber Gott wird ihn annehmen und seine Wahrheit offenbaren. Diejenigen,
die an mir nicht glauben. Sie werden letzten Endes verflucht werden. Sie haben nicht gedacht, sie denken, dass das eine menschengemachte Sache ist. Das ist aber nicht menschgemacht, sonst wäre ich schon längst verloren gegangen. Diese dummen Menschen wissen nicht, dass ich ein Wahrhaftiger bin. Sie wissen nicht, dass ich derjenige bin, der von Gott geschickt wurde, der dessen Sprache und dessen Schriften Gottes Sprache sind. Und er steht da, um die ganze Welt zu bekämpfen, hat sich die ganze Welt zum Feind gemacht. Die Tage sind nicht weit weg, wo der Feind schwarz sein wird und wo die gläubigen Menschen, die Freunde, sich freuen werden. Und wer sind meine Freunde? Das sind diejenigen, die rechtzeitig an mir geglaubt haben. Das ist meine Gemeinde, das sind meine Freunde, die mich alleine sahen und die mir halfen, die mich besorgt sahen und die mir halfen, die zu mir gekommen sind und sich mir angeschlossen haben. Allah Ta'ala hat sie gesegnet. Und wer mir an mir glaubt, nachdem er große Zeichen gesehen hat, was ist das für ein Glaube? Nur diejenigen Menschen haben wahrlich an mir geglaubt, die durch ihre Weitsicht meine Wahrhaftigkeit sahen, die meine Schriften lasen, die mir zuhörten. Und Allah hat sie gesegnet, Allah hat ihre Herzen geöffnet und sie haben sich mir angeschlossen. Mit mir ist derjenige, der seine Absichten vergisst und meine Absichten vor Augen hält, der mich annimmt, der auf meinen Wegen wandelt, der gehorsam ist, der den Egoismus ablegt. Ich bin besorgt und sage, oh, wie groß ist die Befürchtung und die Sorge, dass diese Menschen nicht an mir glaubten. Es gibt Menschen, die in, ich war verborgen in dem Gewand Allahs und diese Menschen erkannten mich. Wenn man einen Prinzen gesehen hat, den man grüßt, dann ist das keine große Sache. Alhamdulillah, Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.